Jo moin, wir sind immer noch unterwegs auf mit SpongeBob und versuchen hier gerade mal rauszufinden, was dieser Schalter jetzt bedeuten hat. Oder was diese Schalter jetzt bedeuten haben, und das gehen wir heute mal an und mal gucken. Ich habe schon eine kleine Vermutung, was es sein könnte. Naja, zumindest ein goldener Pfannenwender. Ich dachte mir schon, dass er irgendwie sogar... Dass er vielleicht, dass das was anderes hat, zu tun hat. Aber wo muss ich da ran? Wie komme ich da ran hoch? Nee, die Kanone kann ich nicht aktivieren. Aber zumindest kann man da nicht jetzt. Aber ich komme da hoch. Ich bin so. Bisschen tricky, tricky, aber wir haben es zumindest hingekriegt. So, aber leider noch nicht das, was ich mir erwartet hatte, was wir vielleicht kriegen könnten. Nämlich, ich hatte immer noch gehofft, dass wir... Ja, leider... Ohne Lenkräder können wir die Boote nicht zur Evakuierung nutzen. Du musst sie für mich in der Innenstadt von Bikini Bottom finden. Ja, das würde ich ja sehr, sehr gerne tun, lieber Mrs. Pop, aber ich finde sie halt einfach nicht. Ich bin da gerade ein bisschen überfragt, wie auch immer. Aber leider halt. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach diesen blöden goldenen Lenkrädern. Ich brauche noch zwei Stück und ich habe keinen Plan, was sie sein könnten. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wo ich lang muss, was ich machen muss. Ich würde es ja gern tun. Ich würde mir die Dinger ja gerne einfach mal angucken. Ich würde es ja gerne Sachen machen, aber halt. Ich bin Roy Kaspisch. Ich brauche hier so ein bisschen durch die Gegend, aber ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Autsch! Wie eine Frühlingsbrise. Checkpoint erledigt. Einmal durch die Stadt. So, das haben wir das Boot zumindest. Hilfe. Einmal durch die Stadt. Einmal durch die Stadt. Hallöchen. Kumpel, bleib. Warte mal, da ist doch irgendwas im Aufbauen. Ja.
Irgendwas hat da hinten zu bedeuten. Das ist bestimmt noch irgendwas zu finden. Das sind bestimmt noch zwei goldene Lenkräder. Dass ich die Dinger nicht in der Innenstadt habe, sondern alle habe. Und dass ich bei dieser Seenadel quasi mehr oder weniger alles kriege. Dass ich dann die zwei letzten Fehler bekomme. Und das ist die Seenadel, liebe Leute. Feinde ohne Ende. So. Ah, da bist du ja, Minion. Jemand hat die Seenadel beschädigt. Das ist ja schrecklich. Die Seenadel ist die Wiege der Häkelecke. Ja, genau. Aber noch wichtiger ist, dass es dort Tickies und glänzende Objekte direkt vor den Fenstern gibt. Mr. Krabs, wie können Sie in solchen Situationen an Geld denken? Ganz einfach. Ich mache einfach meinen Kopf frei. Geld. Geld, Geld. Jetzt hör zu, Minion. Du weißt, dass ich dir goldene Pfannenwender gebe, wenn du mir glänzende Objekte bringst. Aber ich versüß dir die Abmachung noch. Wenn du alle Tickies hier bei der Seenadel zerstören kannst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender zusätzlich. Warum sollte ich die Tickies zerstören, Mr. Krabs? Weil sie dich ausgelacht und sich über dich lustig gemacht haben. Was haben sie denn gesagt? Du weißt schon, SpongeBob Schlammklotz. Das ist nicht sehr lustig. Nein, und sie sagten, deine Mama sei hässlich. Hässlich? In Ordnung, Mr. Krabs. Ich werde sie zerstören. Wir haben eine Abmachung. Ja, dann machen wir heute mal los mit der Seenadel. Oh, wie funkeln! Selbst aus dem Sven! Ein Checkpoint und einen Angelhaken. Hab ich. Ich hab keine Höhenangst. Ich hab keine Höhenangst. Ich hab keine Höhenangst. Oder auch nicht. So, ich wollte jetzt eigentlich... Ja, mal gucken, ob wir die Seenadel heute noch eine Folge kriegen. Mal gucken. Total so schön. Wie schrecklich. Ist mir doch gerade egal. Ich hab keine Höhenangst. Ich hab keine Höhenangst. Oh Gott. Die Rakete kann mir jetzt sozusagen nichts mehr ausmachen. Guck mal, das hier gerade! Das liegt so. Das ist dieses scheiß Geheimnis gewesen! Und ich suche nach vollen Gleit! Ohne Hände lang rum! Okay, dann haben wir das auch. Dann haben wir, also Nord, Ost, Süd, alles klar. Wer habe ich denn jetzt das Charakter rumkaufen können? Sandy. Okay. Gut, dann haben wir den erledigt, dann machen wir hier weiter. Oder auch nicht. Oder? Müssen wir weiter durch? Dann kann ich mich dazwischen stellen, auf die Dinger hier stellen? Nein, okay. Also muss ich wahrscheinlich doch da rum, oder was? Okay, gut. Dann bin ich nicht ganz blöde gewesen, sondern einfach nur gerade ein bisschen unfähig, das Ding weiter zu machen. Aber wir haben's. Wir holen uns die Seenadel heute. Alter! Gib mir einen Senkel! Okay, schon besser! Na, alle! Je glänzender, desto besser! Wir haben alle! Wir haben alle! Okay, dann haben wir... Ich glaube, wir haben jetzt alle Dinger. Aber wir wollen es ja trotzdem machen. Also. Leg dich niemals mit Texas an! Autsch! Könnt ihr doch machen mit den Dingern. Okay.
Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Okay, schon besser. Habe ich dich irgendwo noch eine Bushaltestelle, weil ich aufs Spongebob wieder? Nee, gut war. Ich würde ja gerne jemanden mal schon aufs Spongebob wechseln, weil. Musst du die Tür aufmachen? Ich hoffe, dass ich das wechseln kann. Hier ist nochmal. Fallen nochmal jetzt keine. Und ja, so kurz hinter, wir haben die Scheißfäden. Wir haben die ganzen Scheißfäden von Winde. Perfekt. Tschüss. So, dann haben wir jetzt nur noch den Süden. Den wir einmal abzuarbeiten haben. So, da kommen wir wahrscheinlich nur bis Handy rüber, ne? Da würde ich glauben, dass wir da mit Handy rüberkommen. Nur. Dann machen wir das doch mal schnell noch. So, jetzt gehen wir kurz mal rüber. Wir müssen ja mal noch Süd noch. Dann haben wir nämlich alle vier auf Eingänge komplett offen. Nein! Oder jetzt den kürzesten Weg? Gibt es einen anderen Weg? Da gibt es einen anderen Moment. Warte mal, warte, warte, warte. Da ist Süden. Ost, Süd. Das heißt, ich versuch's mal, ob ich West, über West komme. Da oben ist eine Dings zum Festmachen. Ja, ich kann mal gucken, ob es klappt. Ob der Weg vielleicht kürzer ist, dann will ich dann. Ah, okay, der Weg ist auch nicht viel kürzer. Nicht so ganz. Ich kann mich da nicht irgendwie nicht festhaken. Wie könnte ich denn da rüber? Na, immer noch kurz vor dem Ding da. Das ist uns vielleicht da hochgegangen. Da hätte ich den Eingang offen gehabt, aber ich hoffe, ich muss ja das gehen. Irgendwie muss das Ding da gehen. Da ist nämlich ein. Da ist keiner gehaken. Der hat aber auch was von Tickies. Der Angelhaker doch irgendwas bedeuten. Ach, das ist nur so ein Bonus-Ding. Okay, das ist jetzt nichts Wichtiges. Das sind einfach nur irgendwelche Sachen zu holen, aber ich muss ja irgendwie darüber. Aber wichtig, ich hab zumindest die letzten
dran. Das ist doch irgendwas. Ich muss da rüberkommen irgendwie. Wenn ich das Ding offen habe, dann habe ich zumindest Ruhe. Nicht so gut wie Texas Barbecue-Soße. Klappe. Autsch! Leg dich niemals mit Texas an! Eine Erfrischung! Irgendwas zu bedeuten haben. Was will ich rüber? Kann ich auf dem Seil stehen und dann nochmal ansetzen? Ist das eine große, blöde Frage? Glaube ich ja nicht, ne? Kann ich Doppelsprung, schnell einen Doppelsprung und dann nochmal ansetzen oder was? Nee, kann ich nicht. Das war zumindest der Gedanke dahinter, vielleicht nochmal zu sagen. Wir probieren es einfach nochmal. Ich muss ja da rüberkommen irgendwie, ne? Das muss doch irgendwie da gehen. Geht die Party ab! Das ist doch ja auch richtig. Nein, ich dachte, ich könnte da hoch ran, da rangehen. Aber ich brauche einen Tick mehr Zeit. Ich muss ja irgendwie da gucken, dass ich da Zeit habe. Aber irgendwie muss es doch gehen. Du musst ja von beiden Seiten gehen. Achtung! Eichhörnchen im Anflug! Da muss da ja. Ich vermute, dass da nicht, dass da noch ein Weg kommt. Nicht so gut wie Texas. Du musst da bestimmt noch einen Weg. Du musst da bestimmt noch einen Weg aktivieren. Irgendwo muss da noch was sein. Da muss doch irgendwo noch ein Weg sein. Soll ich da runter irgendwas? Aktivieren sein, oder nicht? Ja.
Da muss doch irgendwas auf dem... Das kann ich so nicht haben mit dem Dings, wo ist doch mit dem Lasso? Ich schaff's doch niemals. Nee. Also, glaube ich eher weniger, sondern ich glaube, dass da noch irgendwo ein Weg zu aktivieren ist, wie auf der anderen Seite auch. So, dann mal kurz, ich kann mal gucken, dass ich nochmal auf das Spawn verwechsel. Das ultimative Randaliererlebnis. Das Ding hat da irgendwas zu bedeuten. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Wie kriege ich das jetzt? Also ich meine, ich habe ja jetzt die Dings geholt. Aber hat das jetzt echt nur damit... Ich muss ja... Da kriege ich die Tür noch nicht auf. Weil rein theoretisch haben wir ja die Aufgaben erledigt. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, Mr. Puff zu sagen, hey, wir haben alle 11 goldenen Lenkräder. Wir müssten eigentlich alle 11 haben, oder? Ja. Wir machen einfach mal kurz raus. Wir werden jetzt das Ding erstmal noch abschließen. Ja, das geht's jetzt leider nicht. Deswegen werden wir jetzt erstmal das Ding hier verlassen. Mrs. Puff bezahlen, um halt quasi erstmal die komplette Innenstadt. Boah, ich kann einfach die Dinger da machen würde. Das ist eine Tür hier. Die brauchen wir noch. Wieder rüber oder nicht? Das hat er da nichts zum. Das liegt zum. Abschließen. Scheiße. Ja! Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir jetzt alle Bereiche machen. Also, dass wir das alles abschließen. Nee, aber okay. Dann hier geht die Party ab! Wir kehren wahrscheinlich noch einander mal zurück. Wir machen jetzt hier einen kleinen Break. Geh ich kurz in die Hilfe. So, Exit. Ja. Und geben Mrs. Puff die 11 Dinger, können die Stadt evakuieren und haben Ruhe. Und haben das Ding abgeschlossen. Also das war wahrscheinlich erstmal das Geheimnis, dass wir diese... die goldene Seenadel fahren können. So, wo ist denn das Puff? Achso, wir müssen ja schon einen Charakter wechseln, ne? Ein Ungeziefer weniger! Das ist aber schön! Gehst du mich da oben? Wollen wir wechseln? So, jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen Puff finden und dann das Thema. Da ist Gary. Klappe. Huhu.
Verteidigung ist Mrs. Puffett. Kuppelblase. Okay, jetzt kommen wir schon auf ohne Boot. Jetzt muss ich gerade mit dem Puff suchen. Wo steht denn die? Ah, wo steht die Olle? Steht die nicht hier vorne irgendwo? Autsch! Jau! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm! Da vorne irgendwo, ne? Zu hübsch! Ich halt's nicht aus. Scheiße. SpongeBob, ich bin beeindruckt. Boah. Wie hast du sie? Naja, da waren diese Roboter. Ich hab Sandy getroffen und da war der Leuchtturm. Okay, okay. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Hier ist der goldene Pfannenwender, den ich dir versprochen habe. Danke, Mrs. Puff. Und jetzt helfe ich bei der Evakuierung. Aber SpongeBob, du hast doch keinen Führerschein. Blöd, ne? Hab ich nicht. Nein, nein, hast du nicht. Ist das so? Und was ist das hier dann? Ein Büchereiausweis. Oh. Oh, schade. Ach, stimmt, Library Card, ja. Klar, natürlich. Aber wir haben Nobelviertel und Inchard abgeschlossen. Cool. Hier muss doch noch irgendwo... Okay, wir dürfen also jetzt... Ja, dann haben wir das fertig. Und wir reisen zurück nach Bikini Bottom. Und haben nach ewig und drei Tagen dieses Thema abgeschlossen mit... ja, die Innenstadt abgeschlossen. Ja, und in der nächsten Folge geht's dann los mit der Lagune. Schenke öffnen ist klasse. Jauch! So, mal hier noch. Um zum Poseidon zu gelangen. Warte mal. Ich guck gerade da hinten noch schnell. Wollen wir schon das Thema... Wollen wir das Thema schon dann gehen? Achso, die Lagune hier, müssen wir jetzt mal freischalten. Genau, die will ich mir als nächstes machen. Bevor wir in die Lage im Poseidon gehen, sprich der fliegende Holländer, machen wir jetzt, schalten wir nämlich schon kurz ein Taxi. Ich wollte es nur kurz freischalten. Wir haben eigentlich genug. Wir könnten Pfannenwände ohne Ende kaufen und die auch die Poseidon freischalten. Also, das machen wir dann, wenn wir mit der Lagune durch sind. Dann haben wir das auch weg. Ah, die Gulagune. Ein sonniger Strand aus Schlamm am Meeresgrund. Aber hier im Paradies ist nicht alles gut. Nee, sehr, sehr viele Roboter. Aber... alles klar. Okay, wir können reisen erstmal so zurück nach Bikini Bottom. Weil wir hier mal einen kleinen Break setzen. In der nächsten Folge geht es dann mehr oder weniger weiter mit mit der Lagune, genau. Aber da können wir noch schnell noch was freischalten, bevor ich jetzt hier heute Feierabend mache. Ich würde jetzt gerne zumindest mal kurz zu Mr. Krabs gehen. Ich glaube, wir haben jetzt genug Blüten, dass wir vielleicht noch mal Pfannenwände gucken. Wir haben ja überhaupt noch uns rund. 16. Ach, habe ich zu viele gehabt? Kann ich echt. Warte mal. Ja, der Gut ist frei. Dann machen wir schnell noch hier die. Dann machen wir noch die Poseidon. Schalten wir noch die Poseidon frei, wenn wir schon mal so genug haben. Das Let's Play wird sowieso nicht lange. Ich habe jetzt erst als unnötig. Ich habe euch hergebracht, damit ihr euch einer großen Herausforderung stellt. Ich habe Nerven aus Stahl und Muskeln aus Sand. Und Augen aus Gelee. Mein Poseidon wurde angegriffen.
von einem mächtigen Feind, den ihr bezwingen müsst. Dann mal los, eure Hoheit. Dann mal los! In dieser Ecke der Verteidiger des Poseidons. Ein kleiner, eckiger Bursche. Und sein Herausforderer. Ein riesiger, mörderischer Eichhörnchenroboter. Sieh mal, eine Giraffe! Ich glaube, ich muss nach Hause, um Gary zu füttern. Warte auf. Wie eine Frühlingsbrise. Autsch! Das tut bestimmt weh. Ja, natürlich. Ich wollte jetzt eigentlich gesagt nicht noch Sandy machen. Autsch! Das tut bestimmt weh. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Autsch! Ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Autsch! Ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Autsch! Ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Ja, gut, okay. Das tut bestimmt weh. Ich wollte jetzt eigentlich nicht noch den Poseidon machen. Ich wollte jetzt eigentlich hier Feierabend machen, Leute. Kann man das Ding nochmal verlassen? Das war das unterwegs. Ich habe euch... Ich fürchte. So, können wir das Ding irgendwie verlassen? Zurück zum Spiel? Nö, kann man nicht. Fertig. Das tut bestimmt weh. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Great Barrier Reef. Ja, das war der erste. So, war ich noch den... Wie eine Frühlingsbrise. Das tut bestimmt weh. Jetzt bekommt der Roboter einen. Oh, wir müssen diese Dinger. Ah, wir müssen diese Dinger kriegen. Autsch! Das tut bestimmt weh! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm! Autsch! Wir müssen jetzt warten, bis wir hier. Frisch wie eine Frühlingsbrise! Das tut bestimmt weh! Der Roboter sollte besser schleunigst seine Taktik ändern. Was haben wir hier noch jetzt? Scheiße, ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Ich dachte, ich doch mal kurz an den Tree sein. Wir kämpfen um unser Leben. Dann machen wir es halt noch. Dann machen wir noch Verteidigung noch. Ich will spielen. Oh, na gut. So, jetzt dürfen wir das Ganze mit Patrick nochmal spielen. Spring und wirf den Kopf. Uff. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Begegnungen der schmerzvollen Art. Ah, warte mal. Wir müssen jetzt... Setzen wir uns mit Patrick wieder ein oder setzen wir jetzt wieder von Anfang an ein? Ja, wir setzen jetzt doch mal mit Patrick ein. Ah, okay. Dann ist es schon mal wichtig. Ich will spielen! Patrick, wir spielen! Das wollen wir jetzt nicht noch machen. Spling! Der alte Wäscheleine-Move! Der Roboter verliert seinen Kopf! Oh, so. Wir brauchen jetzt noch 6 Treffer auf ihn. Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Juhu, los geht's! Was für ein schockierender Niederwurf durch Patrick! Geil! Ah, ich hab ihn soweit verstanden. Ja, jetzt hab ich verstanden, wie ich es mit Patrick machen muss. Okay, jetzt kriegen wir es hin. Weil wir müssen warten, bis der hier mehr oder weniger jetzt quasi seinen Move macht und dann den Kopf da reinwerfen. Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Komm her! Weiter. Ja, hier. Und Schatz, ja, brate, du! Kopf, ich hab jetzt verstanden. Patrick.
Wir müssen warten, bis er dann hochgehen, bis die roten Tast-Dinger da kommen. Dann müssen wir seinen Kopf knappen. Oh nein, das war keine Absicht. Nicht gesehen. Schon viel besser. Eigentlich ist es nicht schwer jetzt. Wenn man weiß, wie es ist. Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Komm her jetzt hier. Wow, so ein elektrisierendes Match habe ich noch nie gesehen. Das war lustig. Du bist dran, SpongeBob. So, das ganze Ding nochmal mit SpongeBob. Das tut bestimmt weh. So, wir brauchen noch... Der alte Wäscheleine-Move. Sehr schön. Dann haben wir das auch. So, dann kriegst du jetzt auch noch... An dieser Stelle ist der Roboter verwundbar. Mal sehen, ob SpongeBob sich darauf stürzt. Oh, was für ein Aufwärtshaken. Oh, ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht wie gewinnen. Wie eine Frühlingsbrise. Jutsch! Eieiei! Alles gut, ich hab noch. Klasse Aktion von SpongeBob! Ein Match Treffer! Das ist so gut wie beendet! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm! Autsch! Ich hab's nicht, aber gut, wir haben da Möglichkeiten. Alles gut. Und wir haben gewonnen. Boden und da bleibt er auch. Was für ein Aufruhr hier im Sieg. Also das war doch mal ein Kampf. Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny. Alles. Eine neue Kraft, das Blasenbowling. Doch warte, da ist noch mehr. Ein goldener Pfannenwender. Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein von Dins kleinem Laden für getrocknete Fischflocken und Blumen über $5.32. Oh, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst, aber nicht hier. Der Boden ist frisch gebohnert. Gut. Dann haben wir den Polizeidom. Auch abgeschlossen. Das wollte ich eigentlich, wie gesagt, nicht nur machen. Ich wollte das Ding eigentlich nur kurz anteasern. Wie bei der Lagune. Und dann, ja... Aber okay. Dann haben wir diese Folge tatsächlich ein bisschen was geschafft. Und zwar unter anderem... Hey, Plankton! Warte mal. Ja, was gibt es? Ich habe mich nur gefragt, warum die ganzen Roboter scheinbar alle aus dem Abfalleimer kommen. Gar nicht wahr. Tun sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Und dann ist da noch dieses große leuchtende Neonschild auf dem Roboterhauptquartier. SpongeBob, wir sind doch Freunde, oder? Nein. Nicht wirklich. Genau. Und als dein Nicht-Freund mache ich mir Sorgen um dich. Und zwar genau jetzt. Du denkst zu viel nach. Ich mache mir Sorgen, dass du dir wehtun könntest. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich übernehme das Denken für dich. So kannst du dir nicht wehtun. Und du kannst weiter daran arbeiten, mich wieder in den Abfalleimer zu bringen. Danke, Plankton. Du bist der beste Nicht-Freund, den man sich vorstellen kann. Ich muss nicht mehr nachdenken. Gut. Dann haben wir, glaube ich, den Teil auch freigeschaltet hier in dieser Stadt. Okay. Dann haben wir das, also Poseidon haben wir jetzt mittlerweile bekommen, haben wir deswegen auch einen neuen Stadtviertel freigeschaltet oder einen neuen Teil dieser Stadt freigeschaltet. Sehr geil. Und, warte mal, wir kommen jetzt an 17 haben wir. Gott, wir haben nicht so viele... Wir brauchen jetzt 40, um quasi noch weiterzukommen. Na gut, wie dem auch sei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Und dann geht's weiter. Was mit dem? Oh cool, das ist Sandys Kumpel hier. Wie geil. Sandys Zauber. Lass mich dir beibringen, wie man eine Blase bowlt. Drücke diese Taste, dann bowlst du eine Blase, die Roboter aus sicherer Entfernung umhauen kann. Wow. Vergiss aber nicht, dass das Blasenbowling nur bei Dingen funktioniert, die sich in Bodennähe befinden. Okay. Gucken wir es mal wahrscheinlich noch mal aus. Zurück. Geil. Das macht natürlich extrem viel aus. Oder viel. Oh, schade. Bei Mr. Krabs hat es nicht funktioniert.
Na gut, okay. Ich würde sagen, wir machen trotzdem Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es. Weiter! Mit unserem Freund SpongeBob, dann haben wir Sand Mountain noch. Und da hinten haben wir noch Rock Bottom und da war noch irgendwas. Mit 40. Hier hinten. Okay, ich brauche mehr Gold von Winde. Ja gut, wir nehmen uns ein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann geht's weiter. Bis dann. Tschüss.